Morgen, willkommen zu Vlogmas-Tag Nummer 1. Wir haben den 1. Dezember. Oh mein Gott. Ich bin schon etwas länger wach. Ich habe aber noch nicht gevloggt, weil ich noch nicht gevloggt habe. Übrigens, ja, meine Lippe, das ist das, was ich euch beim Video gesagt habe, dass sie so dick ist und ich keine Ahnung habe, wieso. Das ist jetzt das Ende. Also sie ist wieder gut. Yay. Ich stehe gerade im Schlafzimmer. Hier liegt alles rum. Wir haben, wie viel haben wir eigentlich? Ich glaube, 23:30, 23:45, irgendwie sowas. Um 2 Uhr ungefähr muss ich los. Wir müssen unser Auto in die Werkstatt bringen. Tim ist arbeiten. Deswegen ist er erst heute Mittag da, aber dauert ja nicht mehr so lange. Genau, um 2 Uhr hat er ungefähr frei. Bis dahin versuche ich jetzt hier noch ein bisschen wenigstens in der Wohnung zu machen, denn die sieht aus wie Sau. 2 Uhr muss ich ja unser Auto in die Werkstatt bringen. Tim kommt mich dann da ab. Holen. Wir müssen noch zu Bauhaus bzw. zu Thum. Wir müssen noch eine Farbe für meine Mutter kaufen. Für ihren Adventskranz. Denn den machen wir morgen zusammen, wir alle. Danach müssen wir noch zu DM. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Tag. Ich hoffe, ihr freut euch auf Vlogmas. Und ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Da räumt gerade irgendjemand was ab. Ich dachte mir, dass wir jetzt ein bisschen was hier noch in der Wohnung machen. Denn sie sieht wirklich katastrophal aus. Und wenn ich meine katastrophal, dann, wenn ich katastrophal sage, meine ich auch katastrophal. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Die sieht wirklich schrecklich aus, die Wohnung. Das Schlafzimmer ist mit der ordentlichste Raum in der ganzen Wohnung. Hier sieht es furchtbar aus. Und deswegen würde ich sagen, zeige ich euch mal das Ausmaß. Und dann fangen wir einfach mal an, hier im Akkord Ordnung zu schaffen. Ich glaube, das schaffen wir, oder? Jo, wir schaffen das. Also wie gesagt, Schlafzimmer ist eigentlich nur das Bett. Da ist nur Bettzeug und sonst ist schön. So, im Flur steht unsere Schwimmtasche von gestern. Eine Tasche von Tim, die wieder in den Keller muss. 1000 Sachen. Den Müll muss ich gleich mit runternehmen. Der Teppich müsste mal wieder ins Wohnzimmer. Wir glauben aber, dass wir den in den Keller tun, wegen den Katzen. Okay, sonst ist es hier eigentlich auch ganz okay. Im Bad steht die Wäsche. Die müsste mal ins Schlafzimmer. Die steht aber im Moment im Bad, weil da die Fußbodenheizung am besten funktioniert. Und deswegen trocknet die Wäsche am schnellsten. Und die Küche sieht übrigens auch aus wie Sau. Wir haben gestern gekocht. Wir haben nichts weggeräumt. Und unsere Spülmaschine ist voll. Wir haben kein Salz mehr. Wir müssen heute Salz für die Spülmaschine kaufen. Da hinten stehen alles Töpfe und ein Sieb. Und ja, okay, aber das machen wir gleich auch noch alles. Beziehungsweise, wenn wir wieder zu Hause sind, weil dann können wir wenigstens die Spülmaschine mal anmachen. Ich schwöre, es gibt nichts... Boah, dieses Licht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Spülmaschine nicht an ist. Und im Wohnzimmer sieht es nicht besser aus. Hier sieht... Obwohl, eigentlich nur das Sofa. Der Rest ist eigentlich okay. Also nur da. Und das Bad, aber da steht nur ein Wäscheständer. Boah, ich habe keine Lust. Das deprimiert einen auch irgendwann so, wenn alles so dreckig ist und so unordentlich und... Genau, aus dem Grund würde ich sagen, let's do this und ich wünsche euch viel Spaß im Schnelldurchlauf. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la la la. Yuletide carol, fa la 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 la. So. Ich würde sagen, das Schlafzimmer ist fertig, alles ist weggeräumt, Staub ist geputzt, sehr schön. Wie macht ihr das eigentlich immer? Also ich mache mal erst überall sauber und dann fange ich an zu staubsaugen. Wie macht ihr das? Also viele machen ja erst den einen Raum fertig, also direkt saugen und was weiß ich nicht alles. Ich mache eigentlich immer erst hier mal drüber wischen, alles wegräumen und am Ende die komplette Wohnung saugen und komplette Wohnung wischen, weil mit 3 Katzen sammelt sich hier so viel Dreck an, dass du jeden Tag saugen musst. Da kommst du eigentlich gar nicht drum rum. Zumindest das Schlafzimmer fertig. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal in den Flur. Seht ihr dieses Wetter? Das ist nicht normal, ne? Gestern, soll ich euch was sagen? Gestern hat es hier geschneit und frage nicht wie. Es war alles weiß. Alles. Die Bäume,
Der Boden, es war einfach alles weiß. Und jetzt, wo ist der Schnee hin? Wo? Hier ist nichts mehr. Das ist doch nicht normal. Kann ich sagen, dass hier kein Schnee mehr liegt? Das ist vor ein paar Stunden weg gewesen. Es hat hier gestern ungelogen den ganzen Vormittag ungefähr geschneit. Waren wir ja bei meiner Mutter. Und dann sind wir gestern Abend im Dunkeln wiedergekommen. Also es war zwar nicht so spät, aber wir hatten ungefähr 5 Uhr oder so. 8 Uhr. Genau, 8:30. Und dann kommen wir wieder. War halt alles dunkel. Habe ich halt nicht gesehen, ob es jetzt noch geschneit hat oder nicht. Beziehungsweise ob hier noch der Schnee liegt. Ihr könnt euch die Frage selber beantworten, ne? Ich würde sagen, hier lag kein Schnee mehr. So, und während ich jetzt den Flur weitermache, werde ich Weihnachtslieder hören. Ich werde euch die Playlist mal, hoffentlich, wenn ich dran denke, und in die Infobox verlinken, weil mit meinem Talk Ready With Me hat es ja auch nicht ganz geklappt mit den Produkten, aber okay. Und dann befehle ich euch jetzt allen hier, macht diese Playlist an und tanzt durch die Wohnung und räumt auf. Und dann geht alles viel einfacher. Und ich werde jetzt das nicht über einen Fernseher anmachen. Genau, denn ich habe gelernt von meinem Mann. Ich mache das jetzt über meinen Laptop an. Und dann verbinde ich meinen Laptop mit der Anlage. Und dann habe ich genug Sound hier. So, ich habe keinen Bock mehr. Also, ich würde sagen, ich mache das Wohnzimmer jetzt schnell fertig. Boah, mir ist gerade voll warm. Ich glaube, ich ziehe meine Jacke aus. Ich mache das Wohnzimmer jetzt noch fertig. Danach sauge ich noch. Und, also, was heißt Wohnzimmer fertig? Das Sofa noch. Und dann bin ich ja quasi fertig. Genau, das Bad mache ich danach noch. Und dann sauge ich. Und dann werde ich mich fertig machen. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal nicht mit, weil ich weiß nicht wieso. Ich filme gerade mal seit gut 1,5 Stunden und meine Kamera ist leer. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es wird irgendwann mal Zeit für ein neues Akku. Das macht ihr auf jeden Fall nicht mehr lange mit. Meine Speicherkarte ist fast voll. Ich würde sagen, deswegen mache ich gleich mal eine andere rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mich auf den Weg mache. Unser Auto wegbringen. Ja, okay. Aber es ist ja was Gutes, ne? Ach, übrigens, können wir unser Auto heute Abend wieder abholen. Also, das ist sehr praktisch. Ach, übrigens, was ich noch vergessen habe zu sagen. Was soll ich denn gerade sagen? Ach ja, wir werden wieder vom 1. Dezember bis zum 1. Januar vloggen. Also bekommt ihr im Dezember jetzt quasi jeden Tag ein Video. Beziehungsweise auch mal 2 Videos an einem Tag. Genau, ich hoffe natürlich, dass euch das freut. So, hallo, Tim ist da. Tim ist from the Arbeit hallo. Back. Hallo. Can you take this? Ich muss mich gerade anschneiden. Das ist Panne im Auto. Ach, übrigens, wir sitzen im Auto von meiner Mutter. Die hat uns geliehen, weil unser Auto hier in der Werkstatt ist. Ist es? Nee. Ich war gerade eben Brötchen holen. Ach so, meine Frau ist sich, zu doof, um sich anzuschneiden. So, und wir waren gerade noch Farbe kaufen. Weiß ich nicht. Weil jetzt kann ich auch den Motor starten, das Auto ist ja leise. Wir wollen gerade noch Farbe kaufen für meine Mutter. Das ist so eine Glitzerfarbe für ihren Adventskranz. Wie gesagt, wir machen den ja morgen. Timmy kommt mit, hat morgen frei. Wir holen uns jetzt irgendwas zu essen, weil wir haben Hunger. Und danach fahren wir zu DM. Ach übrigens, habe ich überlegt, wir können auch im DM das Maschinensalz holen, ne? Ja. Weil wir müssen unbedingt die Spülmaschine anmachen. Ja, normal. Die Küche sieht aus. Ja, ich baue gleich alles auf, damit du dein Video drehen kannst. Und dann lege ich mich aufs Sofa. Und dann war's das. Ja, oder? Ja. Nee, ne? Bist
so doof. Was nehmen wir jetzt mit? Wie viel? Auf jeden Fall schon mal das Beste. Ja, aber wie viel? Ja, die essen ja eh mal eine Dose pro Tag, ne? Ja. 8 Dosen reichen, oder? Wir sind jetzt im Fressnapf und kaufen Katzenfutter. Yay. So, wir waren jetzt gerade bei DM. Ist frei, Hilfe. Genau, ich habe ein paar Sachen für mein Video gekauft. Nee. Und hell hier. Und alles Weitere dazu erfahrt ihr in meinem Video am Sonntag. Deswegen habe ich euch auch gerade nicht mitgenommen, weil ihr nämlich sonst alles gesehen hättet, was ich gekauft hätte. Und das wäre natürlich nicht der Sinn der Sache gewesen. Deswegen gab es das nicht. So, wir fahren jetzt, weiß ich nicht wohin. Also wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas kaufen eigentlich. Aber wir müssen eigentlich mal warten, bis die Werkstatt anruft, weil in 40 Minuten sollte unser Auto fertig sein. Und ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber... Warum? Kann auch fertig sein. Ja, aber ich frag... Boah, es ist so hell hier. Aber ich frag mich, wieso die nicht schreiben. Wahrscheinlich oder kurz vorher fertig. Anrufen. 10 vor, 5 vor oder genau im Punkt. Ich würde aber sagen, wir fahren einfach zur Werkstatt und warten dann da, weil ist ja Schwachsinn sonst. Und danach, wenn wir unser Auto haben, fahren wir nach Hause, stellen irgendein Auto ab und müssen auf jeden Fall dann noch kaufen fahren. Da liegt. Guck mal. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Übrigens ist es hier gerade so hell, weil ich jetzt mein Video drehe für Sonntag. Was macht Minu denn da? Hallo. Übrigens haben wir das Auto abgeholt und es ist alles schön mit dem Auto. Wir waren ja da und haben das dann abgeholt und ja, die waren fast fertig gerade. Ich bin voll stolz. Ist jetzt wieder alles schön, hoffentlich. Hallo Felix. Ich sehe übrigens wieder komplett zerstört aus, wollte ich nur mal gerade sagen. Und wir machen jetzt zusammen den Adventskalender auf, weil das haben wir heute Morgen nicht gemacht. Kommst du mit mir? Wer soll zuerst aufmachen? Du? Oh, das wird bestimmt voll gelb, das Licht. Boah, guck mal, ist gar nicht gelb. Nee. Also, wie gesagt, das ist ja mein Adventskalender und das ist der von Tim. Ich warte auf dich, ja? Ja. Deine erste Tür. Deine erste, nicht die 24. Kannst du mit der anderen Hand festhalten, bevor du den runterhaust. Boah, Finger zu fest. Ich sag Kinderschokolade. Kinderschokolade. Kinderschokolade sogar in Mini. Freust du dich? Ja. Hältst du bei mir mal fest? Also hier. Oh. Was ist das? Amaretini. Okay. Kinderschokolade. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Okay, du weißt eh, wie deins schmeckt. Ich würde sagen, nach Kinderschokolade. Das nenne ich doch mal süß. Und das sind immer so kleine Quadrate, voll cool. Mh, die gute Kinderschokolade. Boah. Schmeckt. So, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich hier noch die Küche ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ja Salz gekauft. Heißt, wir konnten endlich die Spülmaschine anmachen. Die habe ich jetzt gerade noch ausgeräumt und habe sie erneut eingeräumt. Und ich habe gesehen, ich habe was vergessen. Okay, das mache ich gleich noch. Genau, ich bin gerade was zu essen am Machen. Einfach nur ein bisschen Spinat mit ein paar Nudeln. Geht schnell, ist einfach. Und dann werde ich mir noch Videos angucken, denn heute fangen ja sehr viele an zu vloggen. Und dann werde ich mich auch langsam ins Bett begeben, denn wir müssen um 7:45 morgen bei meiner Mutter sein, da wir auf meinen Bruder aufpassen und ja morgen unseren Adventskranz machen. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Dann würde ich eigentlich einfach nur noch sagen, dass ich eine Kette an meiner... andersrum ein Haar an meiner Kette habe. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Vlogmas Tag 2. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch übrigens das Intro gefallen hat. Das würde mich mal interessieren. So ähnlich wird jetzt jedes Intro sein. Nur halt aber mit dem Rückblick vom vorherigen Tag. Ich würde mich, wie gesagt, selber Feedback über das freuen bezüglich des Intros. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!